So, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Bogen. Und vor allen Dingen werde ich, den jetzt auch erstmal mit Runen versehen und aufleveln. Man sagt, Zeus wuchs in diesen Höhlen auf. Das nächste Mal würde ich das eine bei den Fallen leveln, damit du endlich mehr Special-Fallen selbst machen kannst. Welches? Unbeherrschung. Fallspitzen. Ah, die da, ne? Ja, unter den. Ja, genau. Betäubungsbrand und Giftpfeile. Stelle. Okay. Ja, verbessert das mal. Okay. Okay, I see what you mean. Sprengpfeile. Okay. Dann schauen wir mal. Ah, Pfeile. Also Giftpfeile brauche ich ja überhaupt nicht, weil das mache ich ja automatisch jetzt. So krass. Okay, Feuerpfeile. Nein, ja, machen wir mal. Und das da, Schwefelmischung an die Spitze. Nice. Geil. Will ich mal ausprobieren. Okay. Das da ist ein ganz normaler Giftpfeil. Warte. Wie wechsle ich die nochmal? Steht. Nee. Stand das nicht da gerade? Oh Gott, bin ich dumm? Ja. So. Nee. Steht er irgendwo, das habe ich. Schon längst im Ding, okay. Wo steht das? Ganz drüber. Okay, das ist der Ding. Brandpfeil und Explosiv. Sehr schön. Sehr schön. Gut. So. Ja, ich gehe gerade irgendwo random rum. Oh, es ist dunkel. Ich schau mal zu der Aufnahme, da kann ich was sehen. So. Ich hätte an sich auch versuchen können, die Söldner oder die Auftragskiller zu rekrutieren. So ultra witzig gewesen. So einfach ohnmächtig machen und dann so, hey. Machst du jetzt bei uns mit? Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Die stellen keine Fragen, okay. Wer sind die? Und wer stellt keine Fragen? Das ist die Hölle. Okay, wer stellt keine Fragen? Da unten oder was? Ah, ich war bei der in der Nähe von der Festung. Ah. Die du gerade. Achso, okay. Alexis und Cassandra sind nicht so intelligent. Nee, was sind hier? Das sind 300. Ja, okay. Gut. Oh, Mutti, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Oh.
Das muss auch irgendwie ein geiler Job sein. So Wein machen. Und dann holt man sich halt so eine Musikerin und tanzt dann auf den drauf. Ja, muss ja so oder so gemacht werden. Warum nicht Spaß haben währenddessen? Das ist lustig. Ja, voll die gute Idee. War verstimmt. Guten Tag. Nächstes Mal töte ich dich vielleicht. Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen von Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Ernsthaft? Bringen Sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Das ist ein deutlicherer Beweis, finde ich. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Sparta war schon immer korrupt. Sparta hat sich verändert. Sparta war schon immer korrupt. Das stimmt nicht. Also die Spartaner waren ultra stolz. Und hinterlistig, aber nicht korrupt, glaube ich. Naja. Sparta hat sich sehr verändert. Korruption ist heute überall, so wie Aspasia sagte. Selbst in Sparta. Sie wollen Disziplin in die griechische Welt bringen und verrotten von innen. Sie kämpfen gegen den falschen Feind. Ich bin Spartanerin. Und das bist du auch. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach? Ja, dann komme ich mit. Hatten die da Rüstung des Kults? Oh, Kultistenhinweis. Nice. Oh. Okay. Wir reißen eure Statuen nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss, um die Welt von Nagern wie euch zu befreien. Reizend. Silanos von Paros. Peloponnesischer Bund. Eine halbe Ewigkeit forschte Silanos nach den Ursprüngen der Blutlinie, bis er sie schließlich fand. Myrine herrschte über Naxos. Dann haben sie sie also gefunden. Ach nee, sie haben mir ja schon Attentäter geschickt, Tobi. Als Geschenk für diese Entwicklung beseitigte der Kult den Anführer von Naxos Schwesterinsel Paros und überließ sie Silanos. Um keinen Verdacht zu erregen, gab sich Silanos als Athena Polemarch aus, während er seinen nächsten Zug plante. Eines Tages würde Myrenes Insel ihm gehören, genauso wie ihr Kopf. Ja, nee, das wird nicht klappen. Ein netter Mensch, ja, durch und durch. So, wir haben auch noch den da. Der Weise will Brasidas Tod sehen, das hatten wir, glaube ich, schon. Der Weise ist ein spartanischer König. Interessant. Gasmin, der Level 32 schon 1200. Ja, wobei unsere Schwerter machen ja auch ziemlich Damage.
Gut. Dann wollen wir mal das da hier plätten. Inventar. Da haben wir doch was Tolles Neues bekommen. Nö. Upsi, es tut mir ja auch leid. So. Die jetzt gerade noch gar nicht so. Ups. Entschuldigung. Ist gar nicht so schlecht, aber nö. Und die Schuhe. Nö. Stabschaden. Stabschef. Genau. Gut, dann werden wir mal die neue Quest, aber... Wo ist hier der nächste Schmied? Schmiedius. Ja. Da. Genau vor mir. Links von mir, rechts von mir. Links von mir. Einfach da unten. Genau, geradeaus. So. Ah, ich sehe, du hast Geschmack. Warum? Weil ich zu dir komme? Gut, also lassen wir das. Verbesserung. Fangzahl und Bogen. Yes, yes, yes. Okay, 908 ist ja ganz gut. Ganz gut, Immotep. Und dann werden wir mal. Also Kopfschussschaden ist gut. 15%. Ich kann hier aber noch. Raubtierschuss werde ich nicht. Heldenschlag. Ja, 25% Chance, dann habe ich insgesamt 50% Chance auf kritischen Treffer, ne? Ist halt krass. Aber ich will den Bogen auch verbessern. Deswegen Kopfschussschaden. Du solltest mal Ausgangspunkte. Achso. Ja. Stimmt, das vergesse ich jetzt mal. Und dann rege ich mich auf. Oder nicht auf, dass ich... Danke fürs Vorbeischauen. Ja, oh, gerne, gerne. Genau, da, nee, zuerst den da. Dass ich dann wieder mit dem Schiff rum bekommen muss. Genau. Gut. Ich will mal den Bogen ausprobieren. Angetäuscht. Und durchgezogen. So. Oh, synchronisieren. Das tut mir leid. Dieser Tempel ist dem Gott des Weins geweiht. Dionysos. Das würde Markus gefallen. Ja, ich hänge mal hier so rum. Ich wollte nicht weiter. Da. Sehr schön. So. Dann, wo ist der nächste Aussichtspunkt? Der ist doch... vor mir. Der ist da unten, ne? Ja. Wie heißen die denn nochmal? Also, ja. Wie gesagt, ich glaube, Aussichtspunkt. Guten Tag. Ja, ganz genau. Schöner Sprung. Da hinten. Ah.
Trauriger darf ich gar nicht sein. Gut, ja. Ah, da oben. Los, nicht so weit. Wickel, wickel, wickel. Wie kann ich denn da hoch? Ja, so, oder? Ja, das ist doch schön. Und da ist mein türkisnes Schiff. Ein Boot. Dann schaue ich mal, haben wir hier noch finde und befreie Euneas. Euneas war in diplomatischer Mission nach Paros. Ja, genau, das will ich machen. Genau. That I want to do. Da drüben. Das wäre schon so ultra seltsam, ne? Wenn hier. Also, wenn man in Krieg ist und hier ist das Hoheitsgebiet von Sparta und da drüben, also kein Steinwurf entfernt, sind die anderen. Also, das muss so seltsam sein. Macht euch bereit zum Abheben! Hast du deine Mutter gefunden? Das habe ich, Barnabas. Wunderbar! Dann können wir uns jetzt zurücklehnen und entspannen. Aber es gibt einen Haken. Wir wissen, dass der Kult des Kosmos alles vergiftet, was er berührt. Jetzt haben sie sogar Sparta im Griff. Sie hetzen alle gegeneinander auf, bis die Welt wieder in ein dunkles Zeitalter verfällt. Ich muss sie aufhalten. Dann segeln wir da jetzt als nächstes. Schön, dass du mitkommst. Der ist so krass positiv, der Typ. So nice. Ja, nice. So, Welt retten. Und dann fahren wir da als nächstes hin. Sturm voraus! Sturm voraus? Nee, Anleger voraus. Wie die weiter sind, voll cool. Eigentlich hören die doch dann immer auf. Okay, cool. Okay. Ein diplomatischer. Ja, das klingt oder das sieht nicht ganz so gut aus. Beziehungsweise, also das sieht hier nicht ganz so gut aus, aber das mit dem Schiff hätte auch ein Unfall sein können. Sonst hat niemand überlebt? Es gibt noch Gefangene. Ich war zu schwer verletzt, um nach Paros zurückzukehren. Was ist passiert? Wir kamen zu Friedensgesprächen. Es war ein Hinterhalt. Und der Flottenführer, Aeneas? Gefangen. Wenn er auf Paros ist, wo wäre er genau? Sie sprachen davon, ihn oben auf dem Steinbruch anzuketten, damit ihm die Sonne die Starrköpfigkeit austreibt. Warum töten sie ihn nicht? Sie benutzen ihn als Druckmittel. Sie wissen, dass er Phönix wichtig ist. Ich kläre das. Lass sie büßen. Entschuldigung. So. Ah, da kommt der Hauptcharakter. Gut. Also, meine Zahlen sind. Ah, okay. Das schaffe ich noch. Gut. Wir sind vorbei. Wir sind durch. Gut, ich kann sterben. Oh Gott. Ich bin gemein. Ich musste so lachen nach der Szene. Das ist nicht gemein. Das ist einfach nur lächerlich geschrieben. Oder. Ja, gemacht. Ich meine, man hätte es so easy machen können, so von wegen,
dass man ihn stabilisieren kann und er stirbt halt währenddessen. Oder keine Ahnung. Oh, das war lustig. So, okay, lass die büßen. Okay, genug gelacht. Ein sehr krasser Soldat ist gestorben. Das ist alles andere als lustig. Jetzt müssen wir überlegen, was das mit uns macht und wie wir uns dabei fühlen. Gut. Ich hab's versucht. So, also, da oben eine sehr schöne Klippe. Irgendwie, so, wenn ich Odyssey spiele, habe ich jedes Mal keine Ahnung, nach Griechenland zu gehen, wenn es da so heiß wäre. War das ja so ultra cool. Keine Ahnung, mal so die alten Orte aufsuchen und so. Keine Ahnung, hätte ich voll Bock drauf. Da ist Ineas. Er sieht gar nicht gut aus. Willst du ein Bild malen, um deine Seele zu beruhigen? Ja, das machen wir dann nächstes Mal beim Stream. Da sind einige, aber das ist ja cool, das ist sogar ein Steinbruch, nicht? Ich wette, wenn Corona wieder, also die Ausgangssperren und Reisesperren ja aufgehoben werden oder gelockert werden. Alter, die Länder mit Touristenandrang, die werden so untergehen. Die werden so überrannt werden. Also das... Davon bin ich eigentlich ziemlich überzeugt. Ich habe gerade schon wieder einen richtig geilen Ort entdeckt. Ich freue mich so, wenn es bei dir soweit ist, dass du die Inseln einfach ein bisschen mehr erkunden kannst. Ja, ich habe mir vorhin auch gedacht, mit dem Bogen, als ich das von Dimi erzählt habe, dass ich einfach mehr die Inseln, oder einfach die Orte mehr erforschen sollte. Also ohne jetzt... Schnellreise zu machen, sondern einfach durch die Landschaft durch. Es gibt ja so viele Fragezeichen, die ich einfach ignoriere. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Das wird sicher so sein.